Ich begrüße euch ganz herzlich jetzt zu dieser Veranstaltung Who Cares? Solidarische Gesundheitsversorgung und Reorganisierung der Linken. Wie die Diskussion schließt eigentlich total prima an die Debatte an, die wir gestern Abend hatten, wo es darum ging, inwiefern in den ganzen sozialen Bewegungen kämpfen, die sich so rund um die Themen Zwangsräumung statt, hohe Mieten, Verdrängung, an verschiedenen Orten gebildet haben, inwiefern in diesen Bewegungen eigentlich solche Prozesse von Reorganisierung linker Kräfte irgendwie zu beobachten sind. Und das war eine, fand ich, ziemlich spannende Diskussion, und es war auch irgendwie, fand ich, stellte sich nochmal so die Frage, inwiefern, wenn wir auf diese Bewegungen gucken, vielleicht auch sich die Frage stellt, ob insgesamt wir die Frage, wie sich eigentlich so eine Transformationslinke organisieren sollte und kann oder besser organisieren könnte, nochmal auch ganz anders irgendwie aufmachen müssen. Jasmin, die jetzt aber, glaube ich, nicht mehr hier ist, von der Right to the City Alliance aus New York, hatte irgendwie vorgeschlagen, ob es nicht darum gehen müsste, eine Municipal United Front aufzubauen, also so eine Art kommunale Einheitsfront oder vielleicht besser würden wir sagen populare Front, weil sie sozusagen aus ihrer Bewegung erzählt hat, wie sie versuchen, diese Grassroots, unterschiedlichen Grassroots-Bewegungen irgendwie zueinander ins Verhältnis zu setzen. Das fand ich auf jeden Fall so eine Überlegung, an der wir vielleicht irgendwie weiter ein bisschen denken können. Ein bisschen ähnliches Anliegen hatten wir auch, haben wir verfolgt, als wir Anfang des Jahres hier eine große Konferenz, Aktionskonferenz unter der Überschrift Care Revolution organisiert haben. Da haben wir irgendwie als Stiftung in Zusammenarbeit mit 60 ganz unterschiedlichen Initiativen und Gruppen über ein relativ breites politisches Spektrum hinweg so eine 2,5-tägige Konferenz gemacht, wo eben, wie gesagt, Leute aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen über die Frage von Organisierung im Bereich sozialer Reproduktion diskutiert haben. Da ging es im Wesentlichen um drei Anliegen, würde ich mal sagen. Das erste war, wie lassen sich eigentlich Kämpfe um Erwerbsarbeit mit Kämpfen um sozusagen die Organisierung unbezahlter Arbeit verbinden, und dann wiederum auch die Bündnisfrage zwischen sozusagen Beschäftigten und denen, die von deren Care-Arbeit abhängen, also sozusagen diese Frage der beschäftigten Patientinnen oder betreuten Perspektive. Das zweite Anliegen war, dass wir versucht haben, so eine Verbindung oder Verknüpfung von Bewegungen aus sehr unterschiedlichen Feldern sozialer Reproduktion hinzukriegen, also von Gesundheit, Pflege, Assistenz über Bildung, Erziehung, aber eben auch Kämpfe um Wohnen und insgesamt sozusagen die Frage, wie sich eigentlich auch Kämpfe um Lebensweisen, um Zeit, die irgendwo alle an unterschiedlichen Ecken desselben Problems wurschteln, aber nicht so richtig zusammenkommen, wie sich das eigentlich verschränken lässt. Und die dritte Frage war dann eher so eine wirklich konkrete Vernetzungsfrage, wie können eigentlich diese lokalen zum Teil, also sozusagen es war überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum, diese überwiegend lokal agierenden Gruppen, vielleicht so eine Art, also wir haben das jetzt genannt, Netzwerk oder Plattform Care Revolution, also tatsächlich irgendwie quasi zu gucken, dass es auch eine Form von Institutionalisierung gibt, weil das hatten wir eben gestern in der Diskussion ja auch, irgendwo immer sich die Frage stellt, einerseits Organisierung aus der Alltagsperspektive heraus, und trotzdem muss es natürlich irgendwo auch Strukturen geben, die das dann aufnehmen. Genau, also jedenfalls, das war so ein großes Event, was wir hier gemacht hatten, und was ich so, und ganz viele der Fragen, die wir da hatten, fließen jetzt auch hier in diese Konferenz ein, und ich denke, das, was wir jetzt hier diskutieren werden, wird auf jeden Fall genau sich darum drehen. Und ich freue mich sehr, dass wir für diese Diskussion jetzt vier Aktivistinnen haben aus unterschiedlichen Teilen der Erde und aus unterschiedlichen sozusagen auch Arten von Organisierung, und die möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Die erste ist Sarita Gupta, links von mir, kommt aus Washington und ist die Direktorin von Jobs with Justice. Werden vielleicht einige von euch kennen, es ist eine sogenannte Labor NGO, also eine Allianz von sowohl Gewerkschaften als auch eher Community-basierten Gruppen, die sich mit Fragen von Arbeitsverhältnissen, Arbeitsrecht, aber eben auch so insgesamt Economic Justice, dafür gibt es irgendwie im Deutschen nicht so ein richtiges Wort, also Fragen sozusagen ökonomischer Gerechtigkeit, beschäftigen. Und sie ist die Leiterin dieser Organisation, die es schon seit den 80er Jahren gibt, also ein bisschen älter ist. Und sie ist eben auch Leiterin einer Kampagne oder eines Programms, was sie jetzt irgendwie seit ein paar Jahren machen, das heißt Caring Across Generations. Und darüber wird sie vor allen Dingen uns nachher
einiges erzählen. Sie war selber jahrelang Organizerin an der Schnittstelle von antirassistischen, feministischen und Arbeitskämpfen oder gewerkschaftlichen Kämpfen. Genau. Dann rechts von mir ist Pia Zimmermann. Pia ist sozusagen politisch kommt sie irgendwie aus den Falken, habe ich festgestellt, oder es war sozusagen deine politische Sozialisierung, ist dann irgendwie Anfang der 2000er in die PDS eingetreten, war Gründungsmitglied der Linken und war dann Landtagsabgeordnete in Niedersachsen und ist jetzt die pflegepolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Genau. Und jetzt wieder links von uns ist Alexis Benos. Alexis ist Arzt und Gesundheitswissenschaftler und war einer der Mitbegründer der Solidarischen Klinik in Thessaloniki. Und er ist aber außerdem Mitglied bei Syriza und also Aktivist bei Syriza und hat vor allen Dingen jetzt bei den Europawahlen für das Europaparlament kandidiert für Syriza und ist Gott sei Dank nicht reingekommen, ansonsten wäre er nämlich jetzt nicht hier. Und jetzt rechts. I was glad. genau, und ganz rechts, was natürlich gar nichts heißt, haha, ist Stefan Gummert. Stefan ist Krankenpfleger an der Charité und dort nicht nur Mitglied des Gesamtpersonalrats der Tarifkommission und der Verdi-Betriebsgruppe, sondern er war vor allen Dingen Streikleiter in dem berühmten Betten- und Stationsschließungsstreik an der Charité, über den er uns auch jetzt einiges erzählen wird, von dem vielleicht auch einige von euch schon viel gehört haben und wo das ja auch sozusagen ständig jetzt wieder Neuerungen gab, einen Tarifabschluss gab, aber ich nehme an, dass du darüber irgendwie uns berichtest. Genau, ich bin Barbara Fried, ich arbeite hier in der Stiftung als Redakteurin der Zeitschrift Luxemburg. So, das waren die Vorrede und jetzt würde ich das gerne so organisieren, dass wir am Podium sozusagen drei Fragerunden machen und ich werde versuchen, relativ streng auf die Zeit zu achten, sozusagen pro Frage und Person ungefähr 5 Minuten, weil wir ansonsten nicht rumkommen und sicherlich auch Leute gibt, die aus dem Publikum sich irgendwie einbringen werden. So, Sarita, mit dir würde ich gerne anfangen. Wir haben ja gehört, dass du sozusagen Leiterin dieses Projekts Caring Across Generations bist. Dass ihr als Netzwerk Jobs with Justice, oh, do we need your PowerPoint, by the way? It's on. Oh, it's on. Cool. Yeah, I guess. I'm not sure why it's on anymore. Ja, ich rede einfach mal weiter. Also Jobs, dieses Caring Across Generations Projekt macht Jobs with Justice zusammen mit der Domestic Workers Alliance. Das sind die sozusagen diese relativ neu gegründete Gewerkschaft von Haushaltsarbeiterinnen, die im Grunde während der ganzen 2000er Jahre einen relativ beeindruckenden Organisierungsprozess von überwiegend migrantischen Haushaltsarbeiterinnen erstmal in New York State, aber jetzt sozusagen auch in anderen Teilen der USA hingelegt haben und es tatsächlich geschafft haben, eine Gesetzesvorlage zu verabschieden, die Haushaltsarbeiterinnen überhaupt den Status sozusagen von Arbeiterinnen und damit sozusagen sie ins Arbeitsrecht einschließt. Genau. Und jetzt habt ihr euch überlegt, euch auch dem Thema Pflege nochmal sozusagen, also Domestic Workers war ja auch schon Care-Arbeit, aber jetzt habt ihr euch sozusagen diesem Thema Pflege nochmal ganz anders zugewendet. Und erzähl uns ein bisschen, warum ihr das gemacht habt, was die Überlegung war und was vor allem, was ihr macht, was das Projekt irgendwie eigentlich ausmacht. Thank you for inviting me. Thank you, Barbara. I am a typical U.S. East Coaster, which means I can talk very fast. So translators should let me know if I should slow down. So as Barbara said, my name is Sarita Gupta. I'm happy to be here wearing my hat as the co-director of the Caring Across Generations campaign. The campaign brings together aging adults, people with disabilities, home care workers and their families to ensure that all Americans have the right to choose the care and support that they need to live with dignity. And we are working to advocate ultimately for a new good quality long-term care system in the U.S. We believe that every person in America should have the ability to determine the care they want based on their needs, and every American would benefit from being part of a more caring community.
And we believe that through working together, we can create millions of high-quality in-home care jobs to meet a very real need for home and community-based care in America and ensure that the workers and the aging population and people with disabilities have the dignity that they deserve. So I'm going to just give a little bit of context of where this campaign came from. It's actually rooted in a deep appreciation of demographic shifts in the U.S. So the face of America is changing rapidly. By 2040, we will become a majority people of color nation. Not only are we experiencing this racial demographic shift, but we're also aging more rapidly as a nation. 2011 was the first year of the age wave, with an American turning 65 every 8 seconds. So that's 10,000 people a day, 4 million per year. And due to the advances in medicine, people are living longer lives. So the number of people who will need care just to meet their basic daily needs is going to skyrocket over the course of the next 20 years. So some people refer to this as the silver tsunami. Every single American has someone in their family who is aging and whom they're concerned about. And more of us will need long-term care in coming years, and older Americans will increasingly rely on younger immigrants and people of color as caregivers. So by 2040, nearly 30 million Americans will need some form of direct care. So if you talk to most aging adults, they will say to you that they want to be able to live rich, independent lives, as you see Eve here. Or 76% of Americans believe there is absolutely no shame in aging and intend to age gracefully. This is a huge shift from 20 years ago when most Americans were afraid of aging. It was not embraced. And when you talk to most seniors and their families, 90% of them, if they have a choice, want to stay in their homes and in the communities that they built versus living in institutions like nursing homes. And independence is incredibly important to most aging adults and people with disabilities, which means that they have to depend on a direct care workforce, as you see in this picture. So a little bit of context, the direct care workforce, direct care workers help ensure that our elders, parents, and loved ones with disabilities receive quality services and support. The work they do is vital. These caregivers often work long hours doing difficult work without any kind of overtime pay. There's high levels of burnout and turnover, and current laws exempt these individuals from a definition of a worker. So they are literally excluded from labor law in the United States. They don't have the right to collectively bargain. And some history for why this exists is in the 1930s, when the New Deal in the US was developed and labor laws were developed, in order for there to be passage of a New Deal, the politicians in the North had to make a compromise with politicians in the South. And the compromise was that they would exclude all domestic workers and agricultural workers from any falling under any of the provisions under the federal law. And that's because at that time in the US, it was a largely agricultural economy in the South. It was post-slavery, but still, you know, there was a real need for some of the white plantation owners and politicians to make sure that African Americans were excluded from basic protection. So that means today, most domestic workers and farm workers are excluded from any basic minimum wage or overtime laws, let alone the right to collectively bargain. So this is something we're trying to transform. So the care workforce, often domestic workers, how the domestic workers got involved in the campaign was they were being hired as housekeepers and nannies in private homes, yet were suddenly being asked to provide elder care, and they didn't have the training or the support to do that. So as domestic workers began to look at what was happening, we recognized this major demographic shift.
Domestic workers are one of the fastest growing workforces in the economy, in the US economy today. We will need at least another 2 million workers in order to meet the needs by 2018 of the care gap that exists. People want care, they don't have home care workers, we need to fill home care workers, there's an opportunity there. The majority of this workforce are women, 89%, mostly women of color and undocumented immigrant workers who are essential to doing this work. While the median salary for a U.S. worker is $31,000, for a domestic worker or a direct care worker, it's $16,000, which means that they're way below the federal poverty line, and most of them have to depend on federal programs, food stamps, care, and whatnot. So there's huge issues about the quality of the jobs are awful, and that means large number, like a huge rate of turnover, which means that most families are frustrated because they see a rotation of care workers coming into their homes. One thing you should know is most of this workforce, as I said before, are not unionized. There are a few that are. So there's unions like SEIU and AFSCME who actually who are big trade unions in the U.S. who represent workers. But these are workers who are employed by temp agencies or placement agencies. Domestic workers are organizing in-home care workers. So, as we get into the discussion, I'll talk a little bit more about how we're doing this, but as we understand that the care economy is increasingly defining our economy, care is, we're very clear that we have to create a campaign and a vision for the kind of care economy we need. And in this context, our campaign has a vision to create 2 million good quality care jobs in the home care sector that ensures that the workforce has the supports they need and the dignity they need, that we provide a pathway to citizenship. I'm actually just going to jump forward to here. A pathway to citizenship for the immigrant care workers, and that we have support for individuals and families so that the care is actually affordable and accessible to them. The system is so crazy in the U.S. There's no long-term care system. Some of you know that in the U.S. we passed national health care, Obamacare. Obamacare did not touch long-term care. So what we have is a very fragmented, broken system. So you could be a person who works your whole life. You own a home, you send your kids to college, you pay for college, you own a car, you have everything you need, and all you need is for one person to get sick for the long term, and you can lose everything because there's absolutely no safety net for aging adults in the U.S. So that is the context under which we've developed this campaign, and the goal for us, and we'll talk about it more, is how we build a caring majority, how we actually bring together a policy vision with organizing of online and offline of workers, consumers, people of all kinds, and how we couple that with what we call a culture change strategy, which is all about storytelling, which I'll have an opportunity to talk about in a moment. Sure. Dass Alexis der Mitbegründer der ersten solidarischen Klinik in Thessaloniki ist, und ich würde dich bitten, einfach ein bisschen zu erzählen, in welchem Kontext, also grob ist es klar, aber einfach noch mal ein bisschen zu erzählen, in welchem Kontext diese Kliniken, von denen es ja jetzt schon ziemlich viele in Griechenland gibt, in welchem Kontext die entstanden sind und was eure Idee war erstmal so für die erste Runde. Und noch eine weitere Frage, wenn ich noch eine anfügen darf, sozusagen wie... Jetzt sind ja einige Jahre vergangen, seit ihr damit begonnen habt, und wie ihr, also sozusagen, ob du auch ein bisschen was darüber sagen kannst, wie das, wie sich das eigentlich aufrechterhalten lässt, so eine Art von solidarischer Gesundheitsversorgung. Das ist ja irgendwie auf dem Level, auf dem ihr das macht, irgendwie nicht so einfach. So, hello, thank you also for being here. The social solidarity movement of especially of clinics started in Greece through a very specific, you can see the pictures. I'm not going to comment the pictures, but this is the thing that we had a big riot of immigrant workers because the government suddenly. I mean, we are speaking about the workers that were 10 years, 15 years in Greece already, so they were working. Suddenly, the government stopped
all kind of health insurance, and because they put related the health, the care, health insurance care, to the hours of work every year. So as all these workers are, of course, precarious workers, they don't have, you know, every day 8 hours and so on, so they could not reach this, and suddenly they were without this, and this was a prerequisite to have papers. So they became non-papers again because of a law of the government. So they made a big strike, and hunger strike, and the hunger strike was very big, very long also. So a lot of us, I mean people around, not only from the health sector, but militants, we started to make a group of solidarity to these immigrants. So, of course, day by day, the needs of the were, of course, political and campaign and every day in the streets and so on, but every day, as the situation, the physical situation of these people were threatened by the hunger strike, we had some raising medical problems also. So we did set up a medical team working there voluntary, of course, all day. We had 24 hours of shifts because the situation was critical. And anyway, this strike finished in a positive way. The government took back mainly the main law. And after that, we were so happy for the positive, of course, output of the strike, but also from this work that we have done, that we said, why not continue the social solidarity clinic, responding, aiming to respond to the needs of the immigrants. So that's why we did set up, first of all in Thessaloniki and then in Athens and the other cities, we did set up the social solidarity clinic, aiming to reply to the needs of the immigrants with no papier, no papers, illegal as they call them, because we don't think that any human being is illegal. So we did set up that, and we were really and very quickly amazed to see that the majority of the people coming to the clinic were not immigrants, were locals. So we saw that the needs were not only for the immigrants, but also for the local population. We are deep in the crisis already there, okay? The crisis in Greece, which is part of the inter-global crisis, in my view, and the European crisis also. It is the crisis produced by the over-accumulation of profit on the other side, one side, and on the other side it is the impoverishment, the very abrupt impoverishment of millions of people. We have 30% of unemployment, which means unemployment means also by law, as social security and health security are allied to job. So if you are not working, you are unemployed. The day that you are unemployed, this day you are not covered by any health care insurance. So 30% unemployed means at least 30% uncovered by any kind of health insurance. On the other side, the same period, the government, and this is continuing up today, the government is making all these austerity policies that are actually dismantling the public services, and they are raising, even if you go to public hospital, you have to pay something. And this something is getting more and more with the DRGs that you know very well here. The DRGs are set in a point, and then every expenses that are more than that, you have to pay it by your pocket. So, but if you are unemployed, you cannot pay anything. So that's why we have a big wave of people that are coming to us and asking for help. So the first idea was solidarity, and this is very important. Perhaps we can discuss more later. And not from the first moment, we are very clear that this is not a charity, philanthropy, and this is not also nothing. We have nothing to do with any kind of NGOs, with you know the structure and the mentality and the goals of NGOs. We are a movement, a solidarity movement. So all the people are. It is open for everyone to come. It is open for everyone to have his or her point. We have an open general assembly where we are discussing that, and we are covering the needs of the population. Of course, we don't have any idea of
you know, that we are going to cover all the needs of all the population because the needs are enormous. So the idea is that our work is partly important for the people that are covered, of course, but mainly it is also symbolic that in the era of barbarism, we have to provide solidarity. Because if we leave all these people without any care, that is going to go more to barbarism, to fascism, and so on. Du bist pflegepolitische Sprecherin der Linksfraktion. Sagst du uns ein bisschen, was so die Themen sind, die ihr bearbeitet, und aber auch, warum du, ob du denkst, dass das sozusagen für die Linke ein wichtiges Thema ist und warum? Ja, natürlich ist das für uns ein wichtiges Thema. Was wir zuerst schaffen müssen, oder sagen, ich fange mal anders an, weil ich ja in Berlin bin und weil in der Charité, du wirst da sicherlich noch mehr zu sagen, Stefan, aber zumindest aus unserer Sicht eine ganze Menge erreicht worden ist, nämlich eine Tarif-Auseinandersetzung, die erfolgreich war mit dem Thema Personalbemessung, auch wenn es jetzt erstmal nur für ein halbes Jahr ist, aber trotzdem von mir aus und von meiner Fraktion aus dazu herzlichen Glückwunsch. Wir haben diese Auseinandersetzung ja auch mit begleitet. Das ist das, was uns wichtig ist, weil wir als Fraktion, aber auch als Partei nicht ohne die außerparlamentarische Bewegung agieren können, beziehungsweise parlamentarisch auch irgendwas bewegen können. Deshalb sind diese Aktionen so besonders wichtig. Das Thema Pflege ist ins Rollen gekommen. Wir sind dabei, es thematisch zu platzieren, auch in unserer Fraktion. Wir wollen das Thema Pflege, Gesundheit in den Mittelpunkt auch unserer sozialpolitischen Themen stellen. Da sind wir dabei. Wir sind da noch nicht so ganz angekommen. Das ist eine Sache von denen, die an Pflege und Gesundheit interessiert sind. Also ein ganz wesentlicher Punkt, den wir erreichen müssen, damit wir auch parlamentarisch unterstützen können, das, was außerparlamentarisch auch von uns verlangt wird. Ganz wichtig dabei ist natürlich auch, dass wir außerparlamentarisch mithelfen, auch durch unsere Partei, aber eben auch dadurch, dass wir ansprechbar sind, dass wir, die in der Politik stehen und arbeiten, dass wir ansprechbar sind und dass wir Dinge mit auf den Weg kriegen, die außerparlamentarisch wichtig sind, zum Beispiel wie das Beispiel Charité, wo wir dann wissen können, Anfragen stellen im Bundestag und insgesamt das Thema Pflege zu einem Bestandteil und ein Bestandteil der linken politischen Auseinandersetzung machen. Was für uns wichtig ist, ist in der Pflege, was einmal auf der einen Seite da ist, das sind die Bedürfnisse und auf der anderen Seite, also die Bedürfnisse der Menschen, die pflegen, die Menschen, die gepflegt werden müssen, aber auch deren Angehörige und auf der anderen Seite die Profitorientierung, weil wir haben ja im Moment es ganz klar damit zu tun, dass Gesundheit und Pflege zu einer Ware gemacht wird, die wirtschaftliche Erträge abwerfen soll und es nicht darum geht, dass es ein Menschenrecht ist, auskömmlich rund um die Uhr individuell mit gesellschaftlicher Teilhabe gepflegt werden zu können. So, und das ist eben der Punkt, den wir in die Auseinandersetzung reinbringen müssen und wo wir auch gemeinsam sensibilisieren müssen. Was man zur Bestandsaufnahme noch sagen muss und wo wir auch zunehmend die Auseinandersetzung führen müssen, ist die Rolle der Bundesrepublik beziehungsweise auch der Regierung bei der Durchsetzung von Kürzungen im Gesundheits- und Pflegebereich in Südeuropa, weil da ist ja Deutschland nicht ganz unbeteiligt, ganz im Gegenteil, hat wesentlich mit dazu beigetragen und damit natürlich auch wesentlich dazu beigetragen, dass es jetzt zu einer Abwerbepraxis von Pflegekräften genau in diesen Ländern kommt. Ich denke, auf diesen Punkt werden wir dann auch noch mal eingehen und auch vielleicht auf den Punkt, dass wir gucken müssen, was das dazu beiträgt, dass Pflege unter anderem, der Pflegeberuf auch unattraktiver geworden ist, belastender, wenig bezahlt und so weiter und so weiter. Ein wesentlicher weiterer Punkt ist die Betrachtung von den Handelsabkommen, die wir haben. Da spielt TTIP einmal eine Rolle, aber im Wesentlichen für den Bereich der Pflegegeschichten haben wir eben auch TISA, was eine Rolle spielt. Da wird Gesundheit beziehungsweise öffentliche Einrichtungen, die im Bereich der Pflege sind, wie Pflegeheime, Krankenhäuser, so, wir haben das ja in der Vergangenheit verfolgt, privatisiert werden. Das wird dadurch
dadurch durch das TISA-Abkommen nicht besser gemacht. Ich habe dazu eine Anfrage gestellt im Deutschen Bundestag. Ich habe dazu keine auskömmliche und direkte, ganz genaue Antwort bekommen, so wie ich sie auch gestellt habe. Was wir aber feststellen können, ist, wenn dieses Handelsabkommen greifen wird, dann wird es zumindest unmöglich werden, dass all die Einrichtungen der kommunalen Daseinsvorsorge, die jetzt in privaten Händen sind, wieder rekommunalisiert werden können. Also das ist so eine Sache, die man sehr im Auge haben muss, wo man sehr genau gucken muss, wo finden Diskussionen statt, da muss man sich sehr mit auseinandersetzen. Das wird nochmal eine Welle der Privatisierung mit sich bringen, die wir jetzt überhaupt noch nicht erahnen können. Zur Pflegereform, die wir in Deutschland haben, da hat es ja von seitens der Bundesregierung einen ersten Aufschlag gegeben, kann man sagen, dass es nicht, ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber es wird nicht so sein, dass wir wegkommen von dem Teil-Kasko-Prinzip, das heißt, es wird immer nur ein Teil der Pflege finanziert. Als Beispiel kann man sagen, wenn jemand Pflegestufe 3 hat und in ein Pflegeheim muss, bekommt er ungefähr über den Daumen 1.500 Euro. Ein günstiger Pflegeplatz kostet aber 3.000 Euro. Das heißt, wenn ich eine Angehörige oder einen Angehörigen habe, für den sowas oder für die sowas notwendig wird, muss ich 1.500 Euro einfach privat aufbringen. Und wer kann das schon? Das heißt, wir kommen auch in diesem Zusammenhang wieder in die Pflege, zu dem größten Pflegedienst, wie es auch unsere Bundeskanzlerin sagt, dass wir in die Familie müssen, die Familienmitglieder, und da ist es meistens, sind es meistens eben die Frauen, deshalb ist es auch in der Pflege eben sehr auch eine feministische Frage, dass es eben die Frauen, ich soll aufhören, dass es die Frauen sind, die Schwiegertöchter, die Töchter, und Angehörige, Nachbarinnen, die eben diese Arbeiten erledigen müssen und dann eben auch berufliche Konsequenzen bis hin zu einer ganz knappen Rente und so weiter, dass eben da bevorsteht und dass es das die Frauen vor allen Dingen betrifft, auch wenn Männer in der Pflege ein bisschen im Vormarsch sind. Super. Ups. Ja, ich danke dir, Pia. Jetzt Stefan, ihr seid ja sozusagen quasi die, also an der Charité mit euren Streiks die Speerspitze der Auseinandersetzung irgendwie um Situationen im Krankenhaus und Pflege. Kannst du vielleicht ein bisschen schildern, wie das dazu gekommen ist, wie ihr auf diese Idee gekommen seid, mit diesem Stationsschließungsstreik anzufangen und ja, wie sich das Projekt so entwickelt hat seitdem? Ja, ich wurde ja auch ein bisschen gebeten, ein bisschen auszuholen. Also was trieb uns eigentlich an in die Aktion oder dann in den 2011er Streik und in unsere jetzige Auseinandersetzung? Allzu viel ausholen muss man da nicht. Wir litten und leiden und werden leiden an den mittelfristigen Folgen der Fallpauschalen. Einführung, die sogenannten German DRGs, Diagnosis Related Groups, sind eingeführt worden, um im Prinzip Krankenhausleistungen durch die Kostenträger zu vergüten. Und das hat in vielen Kliniken der Republik dazu geführt, dass es zu massiven Erlöseinbrüchen kam. Wir haben gerade aktuelle Zahlen so aus dem Uniklinika-Bereich bekommen. Das sind mittlerweile 2/3 aller Universitätsklinika sind tief in den roten Zahlen. An der Charité wurde das dann, wie in anderen Kliniken sicher auch, mit zunehmender Arbeitsverdichtung und Personalabbau versucht zu kompensieren. Bei uns kann man ja durchaus von Arbeitsplatzvernichtung sprechen im Pflegedienst. Zwischen 2003 und 2008 haben wir etwa 300 Vollkräfte am Patientenbett verloren dadurch. Und das parallel zu einer Leistungssteigerung, das heißt, mehr Patienten wurden behandelt, die Verweildauer hat sich extrem verkürzt und es ist zum massiven Aufbau von Überstunden in der Pflege gekommen. 2011 haben wir das auch ganz populär so für unsere Belegschaft zusammengefasst. 2011 war das Jahr des großen Streiks und das haben wir dann in so eine Formel gemünzt, dass eben viel zu wenig Personal muss immer mehr leisten für viel zu wenig Geld. Während im außertariflichen Bereich, vor allen Dingen in der Verwaltung und gegenüber Unternehmensberater, die Millionen flossen. Der ärztliche Dienst hat zwischen 2005 und 2011 Gehaltssteigerungen von 25%
realisieren können, auch durch Streik. Die anderen Mitarbeiter in der Zeit nur 4,4%. Und wir waren dann schlussendlich 14% von öffentlichen Flächentarifverträgen entfernt. Und das war so ein bisschen die materielle Grundlage, die erstmal den Boden fruchtbar machte für Arbeitskämpfe. Das hat die Belegschaft natürlich dann unglaublich radikalisiert und wir hatten das in den Betrieb dann vermitteln können. 2011 sagten wir also drei Säulen im Streik. Das Entgelt, habe ich gerade drüber gesprochen, die Arbeitsbedingungen, also dass das Gefühl, seine Patienten nicht mehr anständig zu versorgen im Pflegedienst. Und, das klingt ein bisschen pathetisch, die Wertschätzungsebene hat auch eine große Rolle gespielt. Das hat meine Kollegin im Interview gesagt. Es geht hier auch um die Seele des Pflegedienstes, aber das spielte eben auch eine große Rolle. Ja, Protestkampfbereitschaft haben wir entwickelt, indem wir mit einem Tabubruchstreikkonzept an den Start gingen und konnten unseren Beschäftigten in der Pflege, die sonst beim Streik immer eher am Rande standen, eine glaubhafte Partizipation und die Soziologen nennen es, glaube ich, Win-Perspektive vermitteln, also dass der Konflikt auch zum Erfolg gebracht werden kann. Und wir haben etwas geschafft, was auch die Soziologen eine Mobilisierung des Berufsethos nennen. Der ist ja sonst eher Hemmnis bei Arbeitskämpfen. Ich kann doch meine Patienten nicht im Stich lassen. Uns gelang die Umkehr, diesen Ethos eben zu mobilisieren und dadurch unglaubliche Dynamiken freizusetzen. Grundsätze, wie man das so schafft, ist die Authentizität. Du schickst keine Elektriker in Intensivstationen, um sie zum Streik zu bereden, sondern Pflege agitiert Pflege. Du machst die Kollegen ihrer Macht bewusst, indem wir sogenannte delegierte ärztliche Tätigkeiten, die das Pflegepersonal ausübt, aggressiv bestreikten, haben die Kollegen also gemerkt, meine Arbeit, die ich hier tue, die ist was wert und wenn die nicht gemacht wird, dann funktioniert das System nicht mehr. Das war so ein unglaubliches Ermächtigungsgefühl. Und dritter Grundsatz war, wo kein Patient ist, da wird durch den Streik auch keiner gefährdet oder das mal überspitzt formuliert, Patienten sind wegzustreiken. Das nochmal gegenüber der Presse, vor allen Dingen mit der Formulierung, es ist der Normalzustand, der Patienten gefährdet und nicht der Streik. Ja, mit Durchsetzung einer Notdienstvereinbarung, die eben das zum Credo machte, bei Einhaltung von Vorwarnzeiten, Betten oder ganze Stationen zu schließen, gelang uns dann eine Dynamik, die im Prinzip am zweiten Streiktag eine Gesamtberliner Betroffenheit auslöste. Da standen teilweise Schlangen vor den anderen Krankenhäusern und am vierten Streiktag dann relativ kurz der Streik, war dann der Sieg da. Also klassisches Modell des Krankenhausstreiks sieht ja eher so aus, ich hole mal Servicebereiche raus, die Verwaltung wedelt ein bisschen mit den Fähnchen. Nee, wir haben es nicht gemacht. Wir haben halt den Kampf ins Herz des Krankenhausbereichs getragen, also am Ort der Leistungserbringung gestreikt. Und ja, das kostete dann 500.000 Euro pro Tag und 1.500 Betten waren beim Streikhöhepunkt leer gestreikt und wir hätten eigentlich in der nächsten Woche eskalieren können. Ja, und dann letzter Satz vielleicht noch, haben wir natürlich enorme Gehaltszuwächse durchgesetzt, die dann zu weiterem Personalabbau führten und uns dann quasi in die Ausgangsposition zum jetzigen Konflikt brachten. Und da haben wir, wurde schon gesagt, ein kleines Etappenziel jetzt erreicht. Das erste Mal in dieser Republik liegt eine Regelung vor für mehr Personal und dieser Personalaufwuchs binnen eines halben Jahres wird durch eine paritätisch besetzte Verteilkommission, sie nennt sich Gesundheitskommission, verteilt. Das ist erstmal unser Zwischenstand. Und vielleicht noch, das ist der Fluch des Erfolges, das war bisher ohne einen einzigen Streiktag schon durchsetzbar. Danke. Okay, ich danke dir, Stefan, jetzt für diese erste Runde. In der zweiten würde ich jetzt gerne mit euch allen so ein bisschen über die Frage reden, wo sind eigentlich es geht uns ja irgendwie um Organisierungsfragen, und wo sind eigentlich Bündniskonstellationen möglich, beziehungsweise was sind eigentlich die Hürden oder Spaltungen, die wir vielleicht in diesen Prozessen irgendwie im Blick nehmen müssen und wo wir versuchen müssen, irgendwie auch über neue Konstellationen nachzudenken. Und Sarita, du hattest ja eben schon bei deinem sozusagen erstmal uns ein bisschen das Projekt dargestellt, ein bisschen angedeutet, dass ihr eben auch versucht, da drin so ähnlich, wie ich sagen würde, dass auch bei der Charité das läuft, eine Konstellation hinzukriegen, wo eben Beschäftigte in diesem Sektor mit sozusagen betroffenen pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen in eine Koalition sozusagen geschmiedet werden. Jetzt ist es aber natürlich so,
dass ja in solchen Arbeitsverhältnissen nicht dann tatsächlich zwangsläufig irgendwie die Beschäftigten und die Pflegebedürftigen die gleichen Interessen haben, sondern da gibt es natürlich dann auch Widersprüche. Mich würde einfach interessieren, ob das ein Thema ist bei euch und wie ihr das bearbeitet und wie ihr damit umgeht. Yes, it's a huge topic for us in our. Oh, yes, it's a huge topic for us in our work. So, just to say how we deal with the differences and challenge the contradictions that exist, we've had a very steady building approach of this campaign. So, we've brought together 200 organizations across the U.S. That are national and local in scale, in scope. Who have been part of age-old debates in the care sector around the needs of consumers or patients versus the needs of the workforce itself. And they're so deep that what we found is we actually needed to give them an invitation to do something different. Like, we weren't interested in continuing to create division, but that there was an opportunity for us, given the demographic shifts in the U.S., to actually reach a much broader audience, to actually make sure we have the transformative change that we're looking for in the long-term care system in the U.S. And so much of what the approach we've taken is one of really aligning common visions and values. So we have very much a values-based approach to the campaign, and it's really rooted in storytelling. So, for example, we start every meeting, like, we could be in this room and I can ask each of you to turn to a partner and share your care story. Your care story could be your experience with a home care worker, it could be your experience as a home care worker, it could be your experience dealing with, caring for a loved one. So I often share my own story of being of what we call the sandwich generation, which is, I have aging parents. My father was just diagnosed with Alzheimer's a couple of years ago. So my family is really struggling with how to make sure he gets to age with dignity and at home. And at the same time, I'm the mother of a 4-year-old, and I depend on other people to care for my daughter so that I can work. And as we start sharing these stories, what we found is people began to recognize the common vision of what we're trying to build together, that it's not going to work if we keep saying, well, it's the workers versus the consumers. Then the pie, like, we have this this statement in the U.S., we say we have to recut the pie, right? Otherwise, the pie remains this small. And actually, what we all need to be doing is expanding the pie. So it's through storytelling at meetings, at events, at actions, that people actually soften. It's a hearts and minds strategy. So you get people to share their stories, remind them of why this issue is so important, and then they're able to listen to and look for the commonalities versus always look for the differences. That doesn't mean we avoid the differences. So in addition to that, around the coalition table, we have very hard conversations. For example, I shared with you one of our policy pillars is immigration. Most consumer groups in the U.S. will say, we have nothing to do with immigration. Our voice has nothing to do with the immigration debate. And we'll say, well, of course it does. The worker that you depend on is an immigrant who can be detained tomorrow. And what will that mean for your care? So, you see, we look for the intersections of the issues and have people root themselves in those intersections and then work from there. So hard discussions around immigration, hard discussions between family caregivers versus the workers, because many family caregivers will say, well, I don't need training, I don't need a union, I don't need those things, I, out of family obligation, are caring for my loved ones. But just as Pia talked about, most women who leave the workforce to care for their loved ones are ending up in poverty as they grow older. So these are the types of contradictions that we try to lift up and have hard discussions over. Then what are the needs of family caregivers as well as workers? And how can we together be advocating for a system that meets those needs? I just want to share one example
We actually had a huge victory last year, so I shared a little bit about how domestic workers, or what are known as companionship workers in the U.S., were excluded from the Fair Labor Standards Act. Well, last year, after a lot of work with consumer groups and workers, we put pressure on the Obama administration, and we actually won a rule change to include 2 million workers in the home care industry to now receive minimum wage and overtime protections. And this was huge. But that wouldn't have happened if we hadn't gotten disability rights groups and aging groups and consumer groups to say it is important to us that the workforce has what they need in order to make sure we get what we need. And that there's still divisions. It's very hard because the tendency is to say, well, if they get more, then it'll be unaffordable for us and then we're left in the dark. So we had to do a lot of work to say we're advocating for these protections for these workers and we're advocating for more affordability of care through, there's a bunch of systems, but we're fighting for the care to be more accessible and affordable for all people, regardless of income level. So those are the types of ways in which we're building having those kinds of hard conversations. And just big picture for a moment, this is really critical. Like leaning into the differences and looking for the commonalities is really important. If you look at the U.S., there's two rising electorates in the U.S. One is people of color. As I said, we're becoming a majority people of color nation. But the other is the rising senior electorate, the aging electorate, that tends to be majority white right now. If we're not careful, these two electorates can often be pitted against one another. And what we see is very anti-progressive policies that come as a result of that, and initiatives that come as a result of that. What we're trying to do from a left perspective is to say we can't cede the vote of seniors to the conservative Tea Party in the US. We actually need to reach those seniors and engage them on an issue of care that they have a lot of stake in, and actually build a social movement around that that allows us to actually counter culture in the US that's about collective solutions, not individual solutions. It's about there is a role for government to play in our healthcare system. That workers, if this is one of the fastest growing parts of our economy, workers should be a part of designing what the jobs and the workforce looks like in the future. But you see, if we don't even start the conversation from a place of common values around independence, intergenerational relationships, our belief that people we love should have access to the care they need, and our belief that people who provide care should be treated with respect and dignity, then there's no way we'll ever transform the system we're trying to change. I'll leave it at that for now. Thank you very much. Alexis? Du hattest ja vorhin schon gesagt, und das war auch etwas, was ich dich fragen wollte, dass ihr eben explizit euch nicht als eine Charity-Organisation versteht, sondern gesagt habt, es ist ein Solidaritätsprojekt, es ist ein politisches Projekt. Und was mich interessieren würde, ist, also weil es um diese Bündnisfrage Spaltung überwinden, siehst du das auch als eine Praxis, die vielleicht auch Spaltungen innerhalb der Linken überwindet, ich sage jetzt mal zwischen einer Partei Linken und vielleicht eher anarchistischen Strömungen, oder also wo sozusagen auch aus solchen Praxen heraus neue Formen der Zusammenarbeit auch innerhalb einer breit gedachten Linken entstehen können. Und was mich dann in dem Zusammenhang auch interessieren würde, ist, ob ihr eigentlich als Syriza auch sozusagen vor der Krise schon so Community-Stadtteilarbeit gemacht habt oder ob das auch was ist, was sozusagen erst im Zuge der Krise entstanden ist. Mm-hmm. Yeah, thanks. First of all, I want to put an important, interesting also, I think, especially speaking with the people from the unions. The first reaction that we had when we did set up the Social Solidarity Clinic was from colleagues of the health professions that were telling us that in this way we are trying to put something instead of the public services, you know. So in this way, in a way, we are helping the government
because the crisis is not so well understandable by the population as we are providing some services. So this was a very interesting ideological and political friction. Actually, the main criticism came from the Communist Party. Possibly, you know, we have a Communist Party which is quite, we can say, the traditional left, you know. So they said that we have to stick there and to stop that and let the government be with its mess, and the population is going to revolt at one day, some in the second, you know, in after, how you call it, the second... Christianity, how do you say that? Coming next life? Yeah, in next life, anyway. Anyway, so this is very important because we struggled for that and we said, no, it is not a charity. It is not. We are not replacing the public services, but we are making a solidarity activity. And it is important to know that we are not providing only services, but what we are doing is every month we are making big manifestations to the hospitals, to the academic and so on hospitals. Every month we go to another hospital where we are asking to the manager of the hospital to accept people without any insurance. So we are asking by the movement. And this movement is going, I mean, we are going all together, all the solidarity people, and of course our patients also. All together we go there, so we have some common idea, you know, at this level. Now, politically speaking, when we started this solidarity clinic, there was no political prerequisite, okay? So you have people, some people conservative, from the conservative mainstream field, which are the conservatives and the social democrats in Greece, some of them, very small amount, a lot, of course, from the left, and all the left currents that you can imagine, from whatever to an anarchist or whatever you like. So we did not put any prerequisite, and it is the opposite. We have a respect to this solidarity movement as an independent movement. The majority of us within that movement are also politically activists in Syriza. But we are never using that, you know, to say Syriza did set up that. No, it's not Syriza. It had his own momentum and his own how you call it, dynamic. And of course, a lot of us, because we believe to that, we are in Syriza, but we are there also. Actually, I want to tell you, as you said, that I was in the elections, okay? During the electoral campaign, we never, me and other colleagues that, and comrades that we were both in Syriza and in the Social Solidarity Clinic, we never mentioned our role in the Social Solidarity Clinic during the electoral campaign, you know, because this is another issue. The people who knows, but we are not going to make profit, you know, electoral profit from that, because we are respecting that. So in this way, and here we have just to put a point, historical point, you know that, Syriza is, in our view, is a result coming from the European Social Forum. In the European Social Forum, what we have done, we have seen all over Europe and all over the world, of course, is that we can cooperate. You know, Maoists, Trotskyists, Stalinists, Euro-communists, whatever, all the kind of left, we were together having the same goal, the social forum, the humans in front of the, against the profits and so on and so on. So this was the first step. And Syriza came as a result to that, because we saw that we can cooperate, and today we have that. The last question was that, Syriza was, I mean, had all this ideology of the social forum, but we didn't have any rich tradition in solidarity movement. So this is very interesting also, that the movement came, so we have solidarity clinics, we have solidarity kitchen, we have solidarity of exchange clothes. We have a solidarity economy that especially the farmers are coming and giving their products to the population without any intermediary and so on. All this was a spontaneous movement. The positive thing, if we can say, for Syriza is that we saw that this is a very good movement. We went there. I mean, we are backing that movement, really backing. We are helping with all kind of needs, of means, but we never try, you know, to
to put our policies within this movement and said, look, Syriza is saying that, you have to do that. No, it is the opposite, that we are respecting the population dynamics, the movement dynamics, and this is enriching, actually, the policies of Syriza also. Thank you very much. Ja, Pia, du hattest ja vorhin auch so ein bisschen erzählt, was so eure Schwerpunkte sind und über die Pflegereform und dass du nicht davon ausgehst, dass da irgendwie relevante Verbesserungen kommen. Und auch hast du gesagt, dass im Grunde der überwiegende Teil von Pflege als unbezahlte häusliche Pflege geleistet wird und da natürlich irgendwie dann auch zu massiven Stressphänomenen, Doppelt-Dreifachbelastungen wird. Mich würde es, am Ende kommt es immer irgendwie dann auch wieder auf Ressourcenfragen, auf Finanzierungsfragen. Und mich würde interessieren, was ihr sozusagen für Ideen habt, was es für institutionelle Lösungen gäbe, um die Leute aus dieser sich permanent irgendwie weiter eskalierenden Überforderung irgendwie rauszukriegen. Und ihr vertretet ja diese Idee der solidarischen Bürgerversicherung. Das kannst du ein bisschen erzählen, was da dahinter steckt? Ja, aber vielleicht vorweg nochmal, weil es geht natürlich nicht nur um institutionelle Veränderung, sondern es geht schon auch um eine Veränderung der Denke in unseren Köpfen. Ich denke, das ist eine Voraussetzung auch, um gesellschaftliche Kräfte anders zu organisieren, anders zu bündeln und andere Schwerpunkte hinzukriegen. Also ich denke mal, die eine Sache, die wichtig ist bei dieser, weil du hast das angesprochen, bei diesen Mehrfachbelastungen ist tatsächlich die Finanzierung der Pflege in der jetzigen Form. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber die andere Sache ist auch, dass wir eine besondere Art von Organisierung gesellschaftlicher Arbeit haben oder andersherum gesagt, es werden bestimmte Arbeiten eben nicht so anerkannt beziehungsweise ein anderes Verhältnis gesetzt. Wir unterscheiden also zwischen Erwerbsarbeit und Arbeit, die nicht bezahlt wird im Privaten. So, und da muss man, glaube ich, einfach mal neu denken, muss sich mal auf ganz neue Gebiete wagen und sagen, dass wir eine neue Bewertung und Neuverteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit benötigen. Und der Ansatz dazu wäre natürlich der erste, dass man sagt, wir brauchen eine radikale Arbeitszeitverkürzung, damit eben einfach auch mehr Spielraum für andere Tätigkeiten ist, wobei ich damit nicht sagen will, dass alle, die dann weniger arbeiten, mal eben schön auch zu Hause pflegen können. Also ganz im Gegenteil, das meine ich damit nicht, aber damit man auch die Regenerierung der Arbeitskraft einmal, aber auch die Gestaltung der Freizeit und andere Dinge dann tatsächlich auch bei vollem Lohnausgleich menschlich einfach erleben kann. Natürlich ist es so, dass das Pflege viel in Familie landet oder in einem ganz, ganz privaten Bereich. Wir haben dazu die solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung andiskutiert. Wir haben dazu auch eine Studie gegeben, das soll folgendermaßen funktionieren. Also für jeden Menschen, egal welcher Nationalität, egal welcher Herkunft, alle Menschen, die in Deutschland leben, werden Mitglied dieser solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung und zwar unabhängig vom Einkommen. Also wer gar kein Geld bekommt, ist Mitglied. Wer wenig bekommt, ist Mitglied. Wer ganz viel Geld hat, wird auch Mitglied. Und alle bezahlen natürlich entsprechend ihres Einkommens. Und zwar ohne Obergrenze. Es gibt nicht wie jetzt, dass man einfach sagt, wir haben eine Obergrenze und bis dahin zahle ich einen bestimmten Beitrag. Das ist dann der Höchstbeitrag. Und wenn ich viel, viel, viel mehr Geld verdiene oder bekomme, dann muss ich nicht mehr bezahlen. Diese Obergrenze gehört dann abgeschafft. Und wir brauchen weiterhin die Einführung wieder der paritätischen, die Parität, sag ich mal, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer muss wiederhergestellt werden, dass die Hälfte der Kosten die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tragen und die andere Hälfte die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass es also eine paritätische Versicherung ist. Dazu gehört weiterhin, dass wir die private Vollversicherung in der Pflege abschaffen. Die brauchen wir dann nicht mehr, weil alle Menschen sind dann ja pflegeversichert und haben die. Das Einzige, was wir sagen, was man noch zulassen könnte, sind Zusatzversicherungen, die aber nicht vollumfänglich sein dürfen. Was
Der letzte Punkt in dieser Geschichte ist, dass es keine Zuzahlung mehr geben darf. Also ich bezahle eine Krankenversicherung und gehe zum Zahnarzt und muss doch wieder tief in die Tasche greifen. Bei der Brille ist es so, also Zusatzbeiträge, Zuzahlung und Sonderbeiträge gehören abgeschafft. Die Studie, die wir in Auftrag gegeben haben als Fraktion Die Linke, zeigt zu diesem Zeitpunkt, als wir sie gemacht haben, dass ein Beitragssatz von 15,5% auf 10,5% absinken würde und auch nachhaltig die nächsten Jahre bei ungefähr 10% bleiben würde. Und das würde eben, da würde eben dieser Spielraum in der solidarischen Bürgerinnen und Bürger und Versicherung entstehen, dass wir vernünftige Löhne und Gehälter zahlen können für die Menschen, die pflegen, dass wir eine Selbstbestimmung auch in der Pflege garantieren können, dass wir Menschen haben, die gepflegt werden, die auch in Würde, ich muss auch was trinken, irgendwas habe ich auf der Mandel sitzen, so, und dass wir eben, dass Pflege auch individuell sein kann und dass Pflege vor allen Dingen für die Menschen, die gepflegt werden, auch unter gesellschaftlicher Teilhabe stattfinden können. So, und das Wichtigste an diesem Punkt ist, wenn man sich das betrachtet, heißt, wir wollen ja gucken als linke Kräfte, dass wir gesellschaftlichen Reichtum auch umverteilen. Und das wäre eben genau der Punkt, in dem man ansetzen würde, indem man sagt, die Reichen und die ganz viel Geld verdienen, zahlen auch viel ein, und die wenig verdienen, zahlen wenig ein, und die gar nichts haben, zahlen eben gar nichts ein. Das ist ein Konzept, was die Linke entwickelt hat, wo wir viel diskutieren in den Organisationen, auch in außerparlamentarischen Organisationen, einfach mal um so ein Feedback zu kriegen, was halten die Leute davon. Ist durchweg positiv, kann ich einfach mal sagen, weil es eben um Gerechtigkeit geht, und das ist das, was für uns wichtig ist, dass wir auch eine Umverteilung haben und eine Umverteilung von Reich und Arm, dass wir dann eben sagen, den gesellschaftlichen Reichtum auch gerecht zu verteilen. Erstmal so weit, weil ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen Luft kriegen. Gut, danke. Bleibt auch hier die Frage der Durchsetzbarkeit, aber die können wir vielleicht auch in der nächsten Runde nochmal diskutieren. Stefan, ihr habt mit dieser Forderung nach Pflegequote, möglicherweise auch nach gesetzlich festgelegter Pflegequote, Mindestbesetzung, habt ihr es, würde ich sagen, oder so die allgemeine Diskussion, es ja geschafft, irgendwie sozusagen einen Kampf um Arbeitsbedingungen im Grunde zu einem Kampf um ein öffentliches Gut, ein gemeinschaftliches Gut, nämlich irgendwie gute Pflege, gesunde Gesundheitsversorgung zu machen. Da liegt meiner Ansicht nach der strategische Dreh auch drin, was ihr da so hingekriegt habt. Entsprechend hat sich in Berlin auch dieses Bündnis gegründet, Berlinerinnen und Berliner für eine mehr Personal im Krankenhaus. Das heißt, da gibt es jetzt sozusagen eine Bewegungsunterstützung eures Arbeitskampfes, und mich würde irgendwie interessieren, wie sich das denn jetzt sozusagen aus eurer Perspektive sozusagen realisiert. Also was für Erfahrungen macht ihr als Beschäftigte in dem Bündnis? Klappt das wirklich oder ist das doch eher symbolisch, und was müsste es vielleicht, was fehlt irgendwie, um das irgendwie vielleicht noch ein bisschen effektiver zu machen? Ich habe dann lange drüber nachgedacht, über diese Fragestellung, und es ist ja ein bisschen bizarr, dass wir eigentlich nur das uns wiederholen oder nur das tun, was eigentlich Gewerkschaften die letzten zwei Jahrzehnte dann doch sehr sträflich vernachlässigt haben, nämlich so einer üblichen Verbetrieblichungsstrategie etwas entgegenzusetzen, ne? Weil das sind eigentlich, in der Regel sind betriebliche Kämpfe, Entgelt, Mantel, Personal sowieso, ja eigentlich soziale Auseinandersetzungen, und man lässt sich immer sehr, sehr schnell in diese Branchen- oder Verbetrieblichungsstrategie reindrücken. Hat mich dann gewundert, wie stark diese Mechanismen schon sind. Also in der Hochzeit des Bündnisses, so Sommer, Herbst 2013, als wir mal wieder vor einer Warnstreik-Perspektive standen, da hatten wir
als ungemein stärkend und gut empfunden, dass wir plötzlich mit streikenden Lehrerinnen und streikenden Kollegen im Einzelhandel zusammenarbeiten konnten. Eigentlich eine gewerkschaftliche Selbstverständlichkeit, denkt man, ne? Aber so selbstverständlich ist das alles gar nicht. Und überhaupt die Vernetzung, das ging nur über das Bündnis, beziehungsweise auch mit einer guten, revitalisierten Struktur innerhalb der Berliner Linken, wo das nämlich gerade wieder en vogue kam, die AG Betrieb und Gewerkschaft sozusagen mal wieder neu aufzustellen. Da begegnete man sich plötzlich. Das wäre also ohne Bündnisarbeit gar nicht möglich gewesen. Und wie weit eigentlich solche Entsolidarisierungs- oder Verbetrieblichungsstrategien gediegen sind, das war allein in der bescheidenen Umkehrung dieser Strategie, also eine ganz, ganz lustvolle oder auch schmerzhafte Erfahrung. Man ist dann echt total gerührt, kriegt schon wieder ein Kloß im Hals, wenn man auf seinem Charité-Gelände mit den üblichen Verdächtigen steht und dann rücken da plötzlich H&M-Verkäuferinnen an mit selbstgemalten Transparenten und machen quasi mein Anliegen zu deren Anliegen. Das kann ich gar nicht hoch genug schätzen, was das so nicht nur bei den Politprofis wie mir, aber auch vor allen Dingen bei den Beschäftigten, die wir erstmalig in solche Auseinandersetzungen führen, auslöst, ne, diese Solidarität. Ja, gab auch durchaus den Versuch, das ist eher die schmerzhafte Erfahrung dabei, von hauptamtlichen Funktionären der Gewerkschaften GEW, Verdi, solche Dinge zu unterbinden. Das hätte ich gar nicht so für möglich gehalten, ne? Also traumhaft wäre natürlich gewesen, hätte es in allen Bereichen synchrone Streikaktivitäten gegeben, dann hätten wir natürlich unsere Belegschaft im Wedding vorbei an diversen Schulen geführt, hätten da die Lehrerinnen aufgesammelt und wären dann am Gesundbrunnencenter gestoppt, da wäre dann der Einzelhandel dazu gestoßen und die S-Bahner hätten womöglich auch noch eine Delegation hochgeschickt. Aber überhaupt das anzudenken, so eine Synchronität von Bewegungen, Tarifbewegungen mal einzufordern, das ist schon irgendwie der Sündenfall für die Menschen da in den Gewerkschaftsapparaten. Wieso? Ja, damit wir natürlich keine gesellschaftliche Kampfkraft entwickeln können. Ne? Alles schön klein halten. Also die Sache war, also dass einerseits dieses Personalthema am Reißbrett quasi als enorm bündnisfähig politisch-strategisch so einzuschätzen, das war dann so eine Sache. Aber das dann mal so live zu erleben, das war unglaublich sinnstiftend und stärkend, wenn man so eine Auseinandersetzung macht, auch teilweise gegen den eigenen Apparat und das dauert 2 Jahre. Da hat man solche Sachen echt nötig. Dann haben wir natürlich die besondere Rolle der Patienten und diverser Medien, die ja das Thema ständig skandalierbar macht. Ne? Schlechte Pflege im Krankenhaus, das ist auch enorm wichtig. Und ohne diese potenziellen Skandale, die wir noch hätten bringen können oder vielleicht auch noch bringen müssen, wären wir sicherlich auch nicht zu diesem Etappenziel erstmal gekommen. Also Bündnis, jetzt verzeiht die etwas martialische Metapher, also dieses Bündnis ist eine Waffe im gewerkschaftlichen Arsenal und so eine Waffe will ja gepflegt sein, die will geladen werden und die will dann auch abgefeuert werden. Und es gibt dann, wie immer, wenn man sich bewaffnen will, gibt es eben dann auch die Leute in den Apparaten, die einem diese Waffen nicht aushändigen wollen. Und das dann einfach trotzdem zu machen, das ging den Kollegen Jan Richter von HMN genauso, dass sich einfach hinwegzusetzen über die Apparate Leute und zu sagen, nein, wir machen das jetzt, wir gehen zur Charité und die Charité geht zum Einzelhandel, ne? Sich darüber wegzusetzen, es war auch eine super Selbstermächtigung von ehrenamtlichen Gewerkschaftern und das muss man, glaube ich, viel, viel weiter treiben, das Ganze. Das können wir. Ne? Perspektiven, was habe ich jetzt Erfahrung? Perspektiven, es gibt ja viele Perspektiven bei uns, haben wir gesagt, Medien, Patienten, Gewerkschafterinnen und so weiter und so fort. Wie bringt man das eigentlich alles zusammen? Wir können ja eigentlich immer nur gut Betrieb. Und das war dann auch das Muster. Ne? Wir haben betriebliche Tandems gegründet in der Mobilisierung. Da hatten wir ja noch den Streik, die Streikperspektive. Da ist vieles natürlich einfacher. Dass wir einfach Mobilisierungstandems begründet haben. Das heißt, wir haben die externen Partnerinnen und Partner in den Betrieb geholt. Auch ein unerhörter gewerkschaftlicher Tabubruch. Aber wir haben es einfach gemacht und die sind dann mit über die Station gelaufen und haben die Gespräche selbst mitgeführt oder zugehört, wie wir das so machen. Und das war ein schöner gegenseitiger Lernprozess und deswegen sitze ich ja auch hier, dann nämlich das Betriebliche wieder nach extern zu bringen. Und das sind, glaube ich, die Konzepte, wo beide Seiten gewinnen und dann funktionieren solche Bündnisse. Ja, ich danke dir. Ich würde gern an der Stelle jetzt noch eine Frage so quasi dazwischen schieben, bevor wir gleich wieder die nächste Runde machen. Und zwar in dieser Auseinandersetzung, die ihr da am Wickel habt und dieser systematischen
sozusagen Reduktion von Pflegekräften und der sozusagen Überforderung der Leute, die dann da noch sind, ist es ja auch so, dass weil das so ein nach wie vor stark geschlechtsspezifisch strukturierter Bereich ist, da drin auch wieder so Retraditionalisierungen oder zumindest Bestätigungen irgendwie so klassischer Rollenmuster man beobachten kann, also dass halt sozusagen diese aufopfernde Krankenschwester da drin im Grunde irgendwie wieder so evoziert wird. Und deswegen, das würde mich einfach interessieren, ob ihr irgendwie in euren Diskussionen und ob ihr irgendwie davon ausgeht, dass ihr da eigentlich auch ein geschlechterpolitisches Terrain bearbeitet. Ja, es unbewusst eher, aber also das Streikkonzept an sich tatsächlich mit diesem Bestreiken der ärztlichen, der delegierten ärztlichen Tätigkeiten, das fiel mir bei der Reflexion über das Thema auf, das ist ja schon der Effekt, tatsächlich Kolleginnen aus diesem tradierten Rollenbild und dieser Selbstaufopferung herauszuführen, nämlich das Ganze dann umzudrehen. Ne? Ich verweigere mich ja, indem ich eine ärztliche Tätigkeit verweigere, das ist die kleine, in Anführungszeichen, Krankenschwester, die da plötzlich eher dem männlich dominierten Arzt, Oberarzt, Paroli bieten muss. Also ist das schon in der Anlage des Streikkonzeptes hat das eine geschlechtspolitische Relevanz. Ne? Dann sind das Kolleginnen im OP-Bereich, wie gesagt, die da massiv Millionen Schaden anrichten können, also die ihre ökonomische Macht da erkennen. Ne? Also wir haben das... Also wir bearbeiten ein geschlechterpolitisches Feld. Wir haben das nur noch nicht so ganz mitgekriegt, geschweige denn reflektiert. Also persönlich mache ich durch diese und hier eine andere Veranstaltung, bin ja auch viel bei den Care-Leuten unterwegs, da gerade so einen Lernprozess durch. Wir sind da aber sicherlich keine großen Helden oder Vorkämpfer. Also der gewerkschaftliche Alltag an der Charité, die Struktur der Verdi-Aktiven, die ist auch alt, männlich und gerade in Konfliktsituationen oder in Debatten haben wir da auch ganz viel, wie mal platt gesagt, so Mackerverhalten. Da wird geschrien, da wird gebrüllt, all das, was man in, was glaube ich Sündenfälle sind. Ne? Also das haben wir leider auch. Wir haben aber, und das bricht auf, in den Streiks 2011 viele, viele neue Aktivistinnen gewonnen. Ne? Also es wandelt sich alles bei uns. Die tradierten Strukturen, die eher männlichen alten Personalräte, die überall reinreden, die sterben langsam aus oder ziehen sich zurück. Und die neuere Aktiven, ja, ist so, die neuere Aktivenschicht ist weiblich, ne? Jung und weiblich. So, jetzt nochmal zurück zu dir, Sarita. Ich wollte eigentlich gerne, wir hatten ja ausgemacht, dass du vielleicht einen kleinen Film gucken von diesen, also sozusagen, ich würde nochmal auf zwei Sachen gerne zurückkommen jetzt in dieser letzten Runde, die wir hier vorne machen. Einmal nochmal auf dieses Storytelling. Da hattest du gesagt, dass du uns einen kleinen Film zeigst, wie das so aussieht irgendwie. Und da würde mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren, wie ihr überhaupt sozusagen in diesem, also das ist ja ein Organisierungsansatz, den ihr da verfolgt, wie ihr da vorgeht, wie ihr euch dieses Feld erschließt, wie ihr überhaupt Kontakt zu den Leuten kriegt, die dann sozusagen aufgefordert werden, ihre Care-Stories zu erzählen. Also da reden wir auch heute Abend nochmal irgendwie so ein bisschen eingehender darüber, aber jetzt erstmal vielleicht gucken wir kurz den Film und dann... sagst du, da so, dann würde mich interessieren, wie ihr zu diesem, wie genau, sozusagen Feldzugang, sage ich jetzt einfach mal. Ich stelle die zweite Frage kurz trotzdem auch noch. Okay. Weil in der vorhin, als wir so ein bisschen so informell gesprochen haben, hast du gesagt, und das schließt so ein bisschen an das an, was Alexis irgendwie nochmal betont hat und womit ich so eingestiegen bin, diese Frage, sind das eigentlich linke Bewegungen, ist das eine Reorganisierung der Linken, was ist eigentlich die Linke so, damit haben wir gestern Abend quasi so aufgehört und das hatten wir irgendwie vorhin auch kurz besprochen, hast du gesagt, dass diese Kampagne im Grunde eine Idee war, um eben aus diesen klassisch linken Themen, Arbeitskämpfe und so weiter, einen anderen Zugang zu kriegen, wenn du dazu auch nochmal kurz was sagen könntest, das fände ich interessant. Und interessant, aber das ist vielleicht schwierig, wie kriegt man es wieder zurück, ne? Also so, aber mach. I was talking about how the campaign is attempting to build a caring majority. And so the idea of that is, you know, you can have the best policy, something we learned from healthcare reform fight. You can have the best policy ideas and you can have the best coalition and you still can't win. And so what we took from that was that we actually have to have a culture change strategy. We literally have to help
change the way people think about this issue of care. And so we have embarked on a culture change strategy that is literally, you know, what is culture change? It's literally a long-term, multi-layered strategy designed to create profound shifts in how people think and feel about a complex issue. So if our vision is that every person in America has access to quality, dignified home care and home care jobs, but the cultural barriers we're up against is that Americans have a fear of aging, so they don't want to talk about getting old. There's a diminished cultural value on multi-generational connections and aging in the U.S. You know, it's like you turn 18 and you're supposed to disappear. There's no multi-generational homes. That's starting to change now. And third is there's a lack of awareness of how our personal struggles are actually shared by millions of others. So the shifts we're trying to make are really important. One is we're trying to have caring, connected, multi-generational families emerge as the new aspirational ideal in American culture. We're trying to have most Americans embrace the joys and the complexities of aging rather than avoid them. And thirdly, we want most Americans to feel that they deserve access to quality, dignified care, and that the workforce deserves access to quality, dignified life. And so if those are the cultural shifts we're making, we have found storytelling as a key component of how we do that. And that is not just it's individual storytelling, it's also through online mediums, using social media to tell stories, and through pop culture. This video that I'm going to show you is an actual story that we had go viral, this video, and it was post-Hurricane Sandy. In New York City, in that area, was hit by a hurricane, and there was a, not surprisingly, a part of the city where there were absolutely no services available, so a lot of aging and people with disabilities were stuck in their homes with absolutely no services. So with that, if you'll play. So what some of you may, it may have been hard to understand, so I just want to translate a little bit what the storyline was. We decided to highlight a story of a home care worker who provided care to Gladys, the patient, in this apartment building that had lost all electricity and all services because of the hurricane. She had to choose, her daughter at the same time was living in the city with no electricity as well and with her grandmother. And she kept saying to her mom, who's a home care worker, please come home. I'm scared, I want you to come home. And she had to write back, no, I need to stay with Gladys. Gladys is all alone, she can't move. And the daughter wrote back, I hate you. This is actually a very common story of a lot of home care workers. They have to choose between the needs of their own families and the people they care for. So then they made a decision, Gladys and her, to actually pack up Gladys and bring her to her own home. So Gladys went home with the home care worker, and it was an opportunity to teach her daughter what caring is about. So she helped, her daughter helped her take care of Gladys. And through the story, what gets highlighted is how complex the issue of care is. And that's the point. Care is complex. And you can't just say there are home care workers with their needs here and consumers with their needs there, because there are aging home care workers who also have needs. There are people with families who also have needs. So what we try to do is find stories that live within these intersections that help people understand an emotional tie. How do you respond to your child when they tell you they hate you because you're caring for someone else? What can you do differently, and what does that tell us about the ways in which we need to create a caring culture? And this is a very big deal in the U.S., where, again, the culture is all individual, rugged individualism. We don't need one another. But what we're trying to change is actually we do need one another. So going back to your question, and there's multiple stories on our website. We have lots of different types of stories that are up there. But going back to your question, you know,
Just to say, we have been able to capture stories through what we call care congresses. So across the country, we have organized care congresses. They're like town hall meetings in communities where we literally set up tables and we have a person with disability, a care worker, an aging person, a family member, whatever, an immigrant, a lesbian, gay, bisexual, transgender person who's dealing with the issues of care, who legally are not allowed to have care, right? But have all these sort of communities come together and listen to each other's stories and begin to actually shape each other's stories and come out with a common analysis. And through that process, we think about what are the solutions that people in the community think are important. And that is a way in which we promote solidarity, that this isn't charity. This is solid standing with one another for something better, to have an aspirational vision for what we're fighting for. So given that, that is important to us in creating a campaign versus having Jobs with Justice or the Domestic Workers Alliance or the trade unions develop this campaign on their own. We thought it was important to have an external facing campaign that could bring in the masses of people on this issue of care. That is different from having our organizations that are doing the organizing and base building on the ground for the long haul. We work on a different set of issues, very similar, different set of issues, different ways we talk about the issues internally versus through a campaign like this that is meant to bring in the broader majority of people into this discourse on care. Because we believe if we do that, then we can create the political will to see through our policy vision as well as our organizing vision and how we think society needs to be reorganized. That helps. Oh, thank you very much. Alexis, ja, jetzt nochmal sozusagen in dieser letzten Runde Organisierungsfragen. Wollte ich dich jetzt nochmal fragen, ob ihr denkt, dass sozusagen in dieser Solidaritätskliniken und in diesen solidarischen Praxen, die ihr da entwickelt, auch sowas entsteht wie, keine Ahnung, neue Formen sozialer Infrastrukturen, nenne ich es mal, also neue Praxen, aber auch eben sozusagen Ideen darüber, wie jetzt vielleicht auch über die Krise hinaus und über diese akute, das ist ja im Grunde nach wie vor eine Notfall, sozusagen eine Krisenbewältigungsgeschichte, aber ob ihr das Gefühl habt, dass da drin sich auch Strukturen entwickeln, die vielleicht irgendwie Wege weisen könnten in Richtung, wie könnte eigentlich soziale Infrastruktur, soziale Daseinsvorsorge organisiert werden? Yeah, thanks for the question. It's very important. Our experience up to now is that really we are even amazed, in a way, with the possibilities that we see in everyday life from another exactly social organization. So, first of all, as I told you before, we have all the clinics are working through their Assembly General. So everyone is there, regardless of his or her, you know, brand name. I mean, I am a professor at the university, you are a cleaner, you are a doctor, you are a nurse. So all the people working, either in real medical and health professional aspects, but also all the people that are solidaire in this, solidarity people that are working in the social clinic, we are deciding all together if we are going to open this service, if we are going to give insulin, for example, to patients, so we have to take money, and that's why we are raising money generally, and so on and so on. So all questions are spoken and decided in the General Assembly in a direct democracy model. Okay, this I can tell you because I am older than a lot of you. This is very tiring, of course, because we spend hours and hours because, you know, we are a lot of people. Every one of us has its own, her ideas. And okay, but it is very productive at the end that we have good decisions. You know, we are taking under consideration everyone's ideas and approaches. And this is, for us, it is the starting point to see the health services in another perspective. I am working a lot in primary care, so you know
all of you probably that are connected to that, the Alma-Ata Declaration, you know, about primary care, where one important issue was the participation of the population in the design, the elaboration, the delivery, and the evaluation of the health services. This was a theoretical approach in 78, because we said, okay, how is that going to do? We see that today. I mean, and it's very important to see that, I mean, the local population, the users, the people who have need of these services are also participating in the delivery of the services, in the design of new services, in the evaluation of the services. So, yes, it is a kind of experiment, let's say, okay, a political experiment in this way that we see. And another thing that we see, of course, and it is very important, especially in health services, is that we don't have any, we don't know what is director, what is head of department, what is, you know, there is no one who is higher than the others. We are deciding all together, we're making committees that have to do that or that, but there is no director, there are no... so we have broken hierarchy. And this is showing to us, to as an experience, that we can break hierarchy in the society, in the social function. And so it is a very important issue for us. Saying that, of course, I want to close as... the point is that, of course, we know and we can see that, you know, that Greece is in a very big crisis, that all this, if not connected to the big issue, to the big frame, is okay. It's very interesting. It's a very interesting experiment, but it has its ends. So what we are trying to do, and this is combining my role as Social Solidarity and Syriza, is to combine these experiments and to make a new proposition from the left to the left altogether, the unity, a new unity of the left, which has as a target to stop this barbarism. So we are putting again the problem of the social construction, the problem of social classes, and we are putting again that we see that all this crisis is an output of this way of organizing the society, the capitalist way. So we have to raise our movement, our fantasy, our way of thinking, to see that it is possible to bring another society, of course, with our struggles. Thank you very much. Okay, gleich seid ihr dran, noch zwei Fragen. Pia, dich wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen in diese Organisierungsfrage, was für eine Rolle dein Themenfeld da spielen kann. Es gibt ja in der Partei Die Linke eine, ich sag mal, vorsichtig beginnende Diskussion darüber, was für eine, also sozusagen, wie Parteientwicklung vielleicht aussehen könnte, was für eine Möglichkeiten es gäbe, Partei breiter zu denken als nur in diesem parlamentarischen Prozess irgendwie, als ein gesellschaftliche Partei, verbindende Partei, die sozusagen auf gesellschaftliche Strömungen zielt, die irgendwie versuchen, Kräfteverhältnisse zu verschieben. Und jetzt würde mich interessieren, inwiefern du denkst, dass da vielleicht auch dieses Thema soziale Reproduktion, sage ich jetzt mal bei dir speziell Pflege, auch so ein und die Verbindung zu einer Perspektive sozialer also kostenfreier sozialer Infrastrukturen so ein Hebel sein könnte, um vielleicht ja, Transformationsperspektiven aufzumachen. Naja, also wenn man jetzt transformatorische Politik betrachtet und das als Hinwirken auf Überwindung bestehender Macht- und Eigentumsverhältnisse bezieht, dann gibt es natürlich eine ganze Menge, was jetzt gerade im Bereich Pflege und auch Gesundheit, aber Pflege ist jetzt halt mein Thema, auch eine Partei machen kann und machen muss. Und ich habe ja eingangs in dem ersten Durchgang der Fragen auch gesagt, dass auch wir als Gesundheits- und Pflegepolitikerin in unserer Partei, in unserer Fraktion dieses Thema in den Fokus unserer Arbeit setzen müssen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir
strategische Projekte im Bereich Gesundheit und Pflege initiieren als Partei, aber es ist auch genauso wichtig, dass wir uns an solchen Projekten beteiligen und diese auch unterstützen in unterschiedlicher Form. Also Themenbereiche für mich wären, die wichtig wäre, ist eben einmal, was habe ich auch schon angesprochen, die öffentliche Daseinsvorsorge wieder zurückerkämpfen. Das darf also nichts was sein, was in privater Hand ist und damit eben auch Gesundheit und Pflege weiterhin zur Ware machen lässt und auch weiter verkommen lässt. Der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist der Kampf um Zeit, also die Zeit wieder ins Zentrum unseres Kampfes zu rücken, nämlich einmal natürlich für eine bessere Pflege, aber auch für bessere Arbeitsbedingungen, wozu auch gehört die Regeneration der Arbeitskraft, was eben auch bedeutet, dass jemand, der oder die zu Hause pflegt, das tut, vielleicht halbtags arbeitet und dann geht der Tag und die Nacht weiter mit Pflege. Das sind Dinge, die so nicht weitergehen können. Ja, wir brauchen das Solidarprinzip der Finanzierung. Das ist was, wofür wir als Fraktion auch werben müssen, auch parlamentarisch. Und was wir sehr unterstützen, ist natürlich auch die Organisation der Beschäftigten insgesamt im pflegenden Bereich, aber natürlich auch die Beschäftigten in der informellen Pflege, das heißt in der unbezahlten Pflege, die wir ja immer noch zuhauf haben. Da muss es auch eine Organisation geben, müssen auch Teil, sage ich mal, politische Zentrum gerückt werden und angesprochen werden, sich beteiligen können. Dann, also wenn man das im Fokus hat, muss man überlegen, welche Funktion hat denn darin jetzt Parteipolitik und welches Verhältnis gibt es zwischen Partei und Bewegung. So, was für mich wichtig ist, ist eben, dass wir nicht darauf hoffen können und auch nicht darauf hoffen dürfen, dass sich parlamentarische Verhältnisse irgendwann mal so verändern, dass wir wirklich eine soziale Politik haben in allen Feldern der Sozialpolitik, nicht nur in Pflege und Gesundheit, sondern wir müssen vielmehr auch unser Augenmerk darauf richten, wie die gesellschaftlichen Kräfte sich verändern oder beziehungsweise sie auch zu verändern sind. Weil im Moment haben wir es ungefähr so, dass 1% der Bevölkerung entscheidet, wie es 99% der Bevölkerung geht, was sie machen dürfen und was sie nicht machen dürfen, was finanziert wird und was nicht finanziert wird. Das ist eine wesentliche Geschichte. Für uns ist es so, dass wir, na klar, festhalten, wir als Partei Die Linke und wir auch als Fraktion werden sowas niemals alleine schaffen. Dazu gehört es einer Zusammenarbeit, nämlich einer Organisierung aller an diesem Prozess Beteiligten. Das heißt, es müssen Gewerkschaften dabei sein, es müssen außerparlamentarische Initiativen dabei sein, die Akteurinnen und Akteure vom Pflege am Boden muss dabei sein und es muss vor allen Dingen so sein, dass die eine Gruppe nicht versucht, die andere Gruppe aufzusaugen oder zu übernehmen oder sonst irgendwas, sondern das muss wirklich ein solidarisches Miteinander sein und wir müssen da in diesem Zusammenhang eben auch jegliche Form der außerparlamentarischen Arbeit gemeinsam gestalten, die eine Sache und wo wir als Fraktion mithelfen können in der parlamentarischen Umsetzung ist in den parlamentarischen Initiativen, die wir bringen können, das heißt Thema auch in den Themen in den Bundestag reinzubringen, zu diskutieren, Anträge zu stellen, aber auch andere parlamentarische Initiativen einfach auszuprobieren, Fragen zu stellen, wie viele Menschen arbeiten denn in dem von Angela Merkel beschriebenen größten Pflegedienst hier in Deutschland, wie viele Menschen sind das denn und wie viel Geld bekommen sie? Also man kann das ruhig auch mal ein bisschen ketzerisch machen, weil es geht ja auch darum, Leuten die Augen zu öffnen. Was wir als Partei machen müssen und was wir sein müssen, ist eine zuverlässige Bündnispartnerin, zuverlässiger Bündnispartner zu allen anderen sozialen Bewegungen, zu Gewerkschaften, zu Initiativen der Selbstorganisierten und so weiter und auch zu Einzelpersonen. Ich denke, alle spielen eine wichtige Rolle. Und was wir als Linke eben auch noch machen müssen und was wir auch tun, ist natürlich gerade als linke Partei auch gesellschaftliche Veränderungen zu denken und auch eine Perspektive aufzuzeichnen aus unserer Sicht und wie wir dann in den gemeinsamen Bündnissen dazu auch beitragen können und auch das diskutieren können, um zu einer sozialeren, gerechteren Gesellschaft zu kommen.
du drängelst schon ein bisschen, deshalb komme ich jetzt zum letzten Satz. Was mir persönlich wichtig ist, dass wir eine solidarische Zusammenarbeit hinkriegen, dass wir dieses Thema dieser ganzen, ich sag mal, in der Sozialpolitik anzutreffenden Themen in meinem Bereich Pflege, aber eben auch alle anderen Themen zusammenbringen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir Netzwerke gründen, dass wir voneinander lernen. Und das Wichtigste ist eben tatsächlich, dass wir es gemeinsam tun und für meinen Bereich der Pflege, dass wir tatsächlich zu einer auskömmlichen Pflege kommen, die für alle erreichbar ist, unabhängig vom Geldbeutel und die eben auch, ich sag mal, Pflege ist ein Menschenrecht und dafür trete ich ein. Ja, vielen Dank dir. Stefan, du hast das quasi Schlusswort erstmal jetzt für diese Runde. Ich wollte noch einmal zurückkommen auf diese Mindestbesetzungsforderungen, Pflegequoten und wollte dich fragen, also wenn du hattest ja so ein bisschen dargestellt, dieses DRG-System oder dieses Fallkostenpauschalensystem, wenn man jetzt, du hast auch gesagt, dass ihr in dem Tarifvertrag irgendwie jetzt eine Personalerhöhung schon mal durchgesetzt habt, eine geringe, aber immerhin, wenn man jetzt diese Pflegequoten zu Ende denkt, bedeutet das im Grunde eigentlich ja einen Bruch mit dieser Profitlogik der Krankenhausfinanzierung. Und frage ich dich, glaubst du, dass sich sozusagen, dass das so weiterzutreiben ist, dass das in irgendwie sozusagen diese Krankenhäuser, also diese Logik der Krankenhausfinanzierung irgendwie in Frage stellt? Ja, also müssen wir ein bisschen ausholen. Wir haben schon in der Verdi Charité eine sehr spezielle Situation. Also da bringen viele Kolleginnen und Kollegen von mir, die da aktiv sind, schon eine systemkritische Agenda mit in ihre tägliche Arbeit. Und dass das Ganze also eine systemsprengende Wirkung haben kann, zumindest was Refinanzierungsfragen anbetrifft, das ist uns natürlich auch nicht so ganz entgangen. Ne? Und in dieser Perspektive wird natürlich auch diskutiert und weitergedacht. Wir haben nur ein Problem derzeit, dass das, ich habe das ja auch ein bisschen reflektiert hier mit Transformationsstrategien und Einstiegsprojekten, dass wir noch ziemlich alleine sind. Und deswegen haben wir uns im Verdi Charité ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das jetzt weiter treibt, das Thema eben in diese Richtung, um schlussendlich über Personalbemessung das Gesundheitswesen der Profitlogik zu entziehen. Das ist aber Verdi Charité und Verdi Charité ist auch eine einsame Insel, schon in Berlin, und die Strategien der Verdi-Bundesebene sind sicherlich andere. Also ich will es hier nur zart andeuten, falls hier Verdi-Wachhunde sitzen, also es gibt schon einen Innerorganisationskonflikt, der da tobt. Ne? Also wir hätten uns erstmal 8 Punkte auf unsere Agenda gesetzt. Ne? Der Dammbruch. Also erstens, der Dammbruch, der ist jetzt ja da, zwar nicht mit Quotenregelung, aber mit einem VK-Aufwuchs und diesem Verteilmodell. Und damit ist dieses Tarifobjekt, wie wir im Gewerkschaftsneusprech sagen, gegenständlich geworden. Ne? 2 Jahre lang hat man uns erzählt, das geht gar nicht, das verstößt gegen das Grundgesetz, das kann man tariflich gar nicht regeln. Und jetzt ist etwas geregelt, was erstmalig Personalaufwuchs bedeutet. Das heißt, es ist erfahrbar, gegenständlich, es gibt Erfahrungen, die man da sammeln kann. Und viele, viele Kollegen in den Kliniken der Republik haben gesagt, wir gucken erstmal, ob ihr da was hinkriegt und was ihr da hinkriegt, und dann sehen wir mal weiter. Und das sehen wir mal weiter, das müsste man jetzt gezielt anfassen. Und dieses Modell, was wir gerade erfunden haben, oder eher unsere Schlichter, ist portabel, ne? Und ist dadurch, dass wir nicht die Quotendebatte führen, erstmal relativ einfach portabel, das kann jede Klinik tatsächlich, wenn es will, durchsetzen. Ne? Und muss nicht über Quote versus PPR, Pflegepersonalbemessungs- und andere Systeme diskutieren. So, zweitens, ich glaube, ohne Verdi wird da auch nichts laufen. Es gibt zurzeit keine andere Organisation, die in Krankenhäusern aktiv ist, die Kämpfe, Tarifkämpfe führen kann. Ich sehe noch keine Pflegegewerkschaft und auch keine Bewegung von Pflegekräften, die groß ist und Tarifmacht entfaltet. Deswegen wird man das schon mit Verdi, was man noch immer davon hält, organisieren müssen. Und in Verdi, das ist drittens, müssen wir jetzt die Strategiedebatte führen, die zum Ergebnis hat, dass das Thema tarif- und streikfähig bleibt. Und viertens, die eher sozialdemokratische Orientierung, die da ganz oben bei Verdi angesiedelt ist, die orientiert ja nur auf eine gesetzliche Regelung
der Personalbemessung durch Lobbyarbeit. Und da, finde ich, muss man den Strategiewechsel herbeiführen, dass das Thema, wenn es durchgestreikt wird, zum Gesetz führt und nicht allein diese übliche parlamentarische Lobbyarbeit. Ne? Nur die Streiks würden das Gesetz erzwingen und damit auch den Konfliktherd befrieden. Das muss man natürlich auch mitdenken, ne? Wenn das Gesetz erstmal da ist. So, fünftens, Bündnisarbeit zu dieser Thematik muss portabel werden. Also die Kliniken, die irgendwie an den Start gehen wollen, die sollten sich auch so ein Bündnis gründen. Mehr Bündnis für mehr Personal in Tübingen oder wo auch immer, da die Leute aus der Deckung kommen. Und wir wollten prüfen, ob das Thema über Landesgesetzgebung, Landeskrankenhausplan, Volksentscheid heißt das hier, glaube ich, ne? Tauglich ist. Da hat Tempelhof ja ein bisschen Mut gemacht und man wird das jetzt strategisch durchdiskutieren können und irgendwer muss ein schönes Gesetz da schreiben. Da sind ja Bündnispartner auf parlamentarischer Ebene da, die sowas können, ob man das Thema nicht zum Volksentscheid führt. Und das Thema muss auf der Bundesebene, das ist ja die Bundestagsfraktion eher hilfreich, warm gehalten werden in diesen ganzen parlamentarischen Gremien. Ich weiß nicht, in den 70ern gab es mal eine Art, wie nannte sich das, Enquete-Kommission für Sachen in der Psychiatrie, die da schlecht liefen. Vielleicht kann man sowas auch mal auflegen. Ich mache mir keine Illusion über die Wirkmächtigkeit solcher Sachen, aber immerhin hat man das Thema weiterhin platziert. Ne? Und achtens, wir haben jetzt halt die halbjährliche Testphase mit einer Verhandlungsverpflichtung für 2015. Also das Thema ist hier nicht vom Tisch, das wird jetzt nur mal ein bisschen erprobt, das Ganze. Und entweder ist das Modell dann kompromittiert und man wird wieder über Quoten oder was auch immer reden müssen. Oder es läuft eben gut und dann macht man die nächste Tarifbewegung für noch mehr Personal eben 2015. So oder so ist das Jahr 2015 wichtig. Und wir wollten da, das klingt jetzt fast wie so ein Begriff aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium, wir wollten jetzt eine Art Koalition der Willigen schmieden, sprich andere Kliniken überzeugen, jetzt auch diesen Weg zu gehen. Da gibt es Ansätze, die Unikliniker in Baden-Württemberg haben sich da schon erklärt. Es gab mal zarte Ansätze in Schleswig-Holstein, ich glaube Hannover hatten wir auch schon mal einen guten Besuch. Also diese Koalition gilt es dann zu schmieden und das in Verdi eben auch durchzusetzen, dass die das durchboxen dürfen und dann hätten wir mal eine Chance, tatsächlich eine gewisse Synchronität von Tarifbewegungen herzustellen, 2015 und das mit verschiedensten außerparlamentarischen und parlamentarischen Initiativen zu koppeln. Das wäre so unsere Agenda, die wir im nächsten halben Jahr aus der Taufe heben wollen. Mal gucken. Applaus